Hallo und herzlich willkommen bei Labbadia 123. Viel Spaß mit dem Video und genießt es. Jeder Ausgleich von Sterling verhindert Hamburgs Sieg. Das war, glaube ich, letztes Mal gegen Madrid gewesen. So, dann wollen wir mal gucken. Erstmal Probleme von Mario Vuskovic beim HSV nehmen kein Ende. Was? Was hat Vergangenheit, glaube ich, schon wieder gemacht? Stimmt ja, Wege hatten wir zuletzt Angebot gehabt. Leipzig und Juventus Turin. Hallo Boss, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, aber ich möchte Ihnen sagen, dass ich meine Zeit bei Ihrem Club sehr genossen habe. Ich hoffe, wir können die Leihe in einen dauerhaften Wechsel umwandeln. Knauf möchte von sich aus hier bleiben. Arbeite weiter, der Schüler hat bei uns tolle Leistung gezeigt. Wir müssen abwarten, wie es ausgeht. Du hast bei uns tolle Leistung gezeigt. Mal gucken, wie es weitergeht. Cardoso, hey Boss, sagen, dass Sie mir ein Ohr geliehen haben. Ich spiele dann, du bist ein Vorbild. Mal weiter so, bleib auf dem Teppich. Aber mal weiter so. Jetzt geht's gegen Leverkusen und dann gegen den VfB Stuttgart. Entschuldigung. Tabellarisch, ja. Dortmund hat, glaube ich, gewonnen. Wir können ja mal gucken. Ja, Bayern auch oben. 6 Punkte, also Meister werden wir nicht mehr. Aber ich hoffe, da Leverkusen jetzt dran ist, da können wir auf alle Fälle Abstand ausbauen wegen Champions League Plätze. Die wollen wir natürlich mitnehmen. Wolfsburg spielt auch noch. Haben 6 Tore Differenz. Wobei Platz 4 war Champions League Quali, ne? Oder war das schon direkt Champions League? Oh Gott, ich habe die Tabelle jetzt gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Na, ist egal. Es hat auf alle Fälle was mit Champions League zu tun. Platz 5 war ja erst Europa League. So, anyway. Wir überspringen die PK. Gehen rein. Oh Gottes Willen. Was hat Vergangenheit jetzt, glaube ich, gemacht? Die Mannschaft ist ja gar nicht mal richtig fit hier. Was ist denn hier schief gelaufen? Guck mal, selbst Berisha nicht. Das heißt, Estelle, du kannst heute mal von Anfang an ran. Selbst Königsdörfer ist nicht fit. Holy. Aber gut, dafür haben wir einen Matcher. Raab auch nicht so ganz zufrieden. Lass ihn mal von Anfang an ran. Vuskovic auch nicht. War das Cardoso, der spielt? Vuskovic hat eine 80. Nice. Ja, Colombo kann das spielen. Das wäre jetzt mutig, aber es wäre machbar. Wenn ich es nicht vergesse, muss ich Colombo mal probieren, ob das mit IV geht. Das mit umtrainieren. So, Chefschuk nehme ich mit. Vega nehme ich natürlich auch mit. Sortieren wir das hier erstmal. Königsdörfer lasse ich da. Nehme Schmidt mit. Benesch nehme ich mit. Vuskovic bleibt da. Diatta würde ich auch mitnehmen. Dann würde ich sogar Vega tatsächlich doch da lassen. So. Okay, wen haben wir hier noch? Rote Arnold Werner. Arnold hatte ich gar nicht richtig zum Spielen bekommen, meine Güte. Ich lasse Scalvini da in einem Rote mit bei. Er kann ja noch neben Position IV. Glaube ich, nehme Werner mit. Dann lasse ich Michel doch, dann nehme ich mal Werner mit. Nehmen wir mal schauen. Leverkusen werde ich mal komplett selbst zocken. Deren Mannschaft ist ja auch nicht ganz fit, aber das hat nichts zu heißen. Das Spiel bekommt jetzt selbst gezockt gegen Leverkusen. Auf geht's. Vierter gegen Fünfter, 3 Punkte Abstand. Auf alle Fälle geht's hier um die Champions League bzw. Europa League Plätze bei diesem Duell. Let's go. Geht um 4. Rennen im schönen Wohnzimmer, aka Volksparkstadion. Let's go. Vorletzter Spieltag. Hier geht so was rein. So, komm ran da. Let's go. Yeah. Yeah. Let's go. Demirovic. Freistoß. Und gleich gelb. Schrumpfert. Feier. Zurück auf Tom Rothe, der flankt. Ja, oh! Das war Demirovic gewesen. Knauf, Rinder. Kopfball ist gut und der nächste Schuss ist drin. Und das war, sah jetzt nicht Colombo. Tatsache, der ZDM AK IV Base nicht vergessen. Und die Torlinientechnik.
Videobeweis ist nicht, aber Torlinientechnik, es ist drinne. Da sehen wir es. Grün auf weiß. Zweites Saisontor von Colabo. Nice. Vertrauen hat sich schon mal gelohnt. Und weiter geht's. Hier geht der HSV, jawohl. Boah, rote, schön. Nur gucken, wie wir das mit Ansgar Knauf machen. Ich weiß jetzt nicht, wer von sich aus schon hier bleiben möchte, wie wir das machen, weil ich hatte jetzt eigentlich vorgehabt, noch was anderes zu experimentieren, aber mal gucken. Aber auf alle Fälle Vega möchte ich abgeben. Boah, schade, da haben wir zu viel rumgetrödelt. Oder ich gebe Demirovic mal ab, mal gucken, ich weiß noch nicht, aber wir werden ja sehen, wie das jetzt wird. In der Transferphase. Scully. Oh, Scully Nummer 9, schade. Aber mal gucken, Vega bin ich auf alle Fälle bereit, für eine hohe Summe abzugeben. Und ihr wisst ja, wer kommen soll. Ryan Cherky, das kann ich schon vorab spoilern. Weil der ist jünger, der hat auf alle Fälle die Gesamtstärke. Schön verteidigt. Wie ein Alexis Vega, nur ein paar Jahre jünger. Und Ryan Cherky kann sich dann auch noch weiterentwickeln. Ja, nicht ganz dran gekommen. Ah, genau, schade. Entschuldigung. Matcher. Ah, schade. Lambo, der Torschütze. Oh, Bayer, schön. Rote Matcher. Ah, es könnte Abseits sein. Das ist auch Abseits von Ansgar Knauf. Verzeihung. Kann mich für den Husten nur entschuldigen. Oh, der ist gut weitergeleitet, aber Colombo. Colombo Schmambo, sag ich immer. Der macht das super. Joa, das war riskant. Knauf. Über Umstedt. Ah, den haben wir noch. Den haben wir noch. Den haben wir noch. Demirovic. Ali. Oh. Der Rückkehrer macht es nicht. Den wir zurückgeholt haben nach Hamburg. Aber wir präsentieren ein gutes Spiel. Stehen hinten gut. Haben das Tor gemacht. Ja, gut verteidigt, Rote. Truffert. Aufpassen. Schön zumachen. Das war nicht zu. Oh, gut, dass er dran war. Der wäre jetzt lange in Kreis gegangen. Glimmer, Munaim, Ali, du, falsche Richtung, low. Nicht gut. Ja, gut geblockt. Oh, Alidu, das war jetzt mal stark von ihm. Alidu setzt sich durch. Lupft rüber auf Demirovic. Der müsste auch mal wieder treffen. Schade, der hat Demiro. Aber gut gespielt. Und wir gehen in die Halbzeitpause gleich. Also wir gehen so langsam dahin, das wollte ich sagen. So, wieder Demirovic. Demirovic, wieder Demiro. Gleiches Halbzeit, wir gehen da so langsam hin. Reis. Ah, schade, nicht gut vom Matcher. Eine Minute Nachspielzeit ist gleich oben. Schiedsrichter oder Frau Schiedsrichterin, Sie können zur Halbzeit pfeifen. Dankeschön, Halbzeit. So, rennen in die zweite Hälfte, let's go. Und die Fans machen weiter super Stimmung. Wahnsinn. Das Gute ist, da wir ja nicht Meister werden und der Meistertitel sowieso noch mein Ziel ist, gibt es auf alle Fälle, das wird wahrscheinlich viele auf YouTube freuen, noch eine weitere Saison. Rote Flaggen. Und ich finde, das Team macht auch mittlerweile so viel Spaß hier, was wir hier so entwickelt haben. Macht auch einfach Spaß, mit dem Team zu spielen. Und ich freue mich auch schon ganz ehrlich auf die nächste Saison. Oh, Colabo, schön. Felix Matcher. Schade, zu weit vorgelegt. Mohamed Dreger. Hä? Haben wir ein Dreger-Team? Hä?
bei Leverkusen. Und ich bringe mir Nashville Reis. Okay, das ist blöder Jubel. Ihr könnt gerne im Hühnerstall gackern, wie ihr wollt, aber das ist ein beschissener Jubel. Das ist nicht gut. Finde ich nicht schön. So. Ja, zu weit vorgelegt, aber den haben wir noch. Mit Umständen. Boah, schön auf Matthijs Tell. Tell. Ja! Da haben wir den Abstand wieder. Da hat sich's ausgegackert für Leverkusen. Hat sich's ausgegackert. 2-1. Hypermotion. Nee, Knauf lass immer noch drauf. Ja, schön gemacht, schönes lange Eck. Das muss man auch von einem ehemaligen Bayern-Spieler erwarten, dass er diese Qualität hat. Matthijs Tell. Super. Boah, Scully, schön. Oh, Ali. Und auf Matthijs Tell. Jambok, Ali, du. Dinesh. Felix Metscher, der Laufbock. Ah, schade. Da wollte ich wieder zu viel. Aber auch Tom Rothe macht einen Witzbock, muss ich ehrlich sagen. Anfang der Saison hat er ja, glaube ich, auch getroffen gehabt. Aber macht Bock, macht Spaß. Columbo, super. Oh. Hey, was ist das für ein Anzeigebug mit den Pfeilen gerade? Lol. Oh, was war das denn von Columbo? Ah, Ausgleich. Nicht gut. Nee. Immerhin kein Gackerjubel. Kriegen wir noch hin. Ist noch früh im Spiel. Mit Charlison. Alter, 23 Tore hat der von 30 Spielen. Ali, du machst mit, schön. Oh, der ist gut, komm hoch. Oh, Felix Metscher. Komm, drauf gehen, Leute, drauf gehen. Jürgen Klopp sagt, drauf gehen. Scully gegen Mignon oder Munain, ich weiß es nicht. Ja, Bayer, schön. Vom Rote. Knauf auf Benesch. Columbo. Ah, der sollte eigentlich runter auf Scully. Und jetzt aufpassen. Aber man merkt, das ist ein Top-Duell. Scully schmeißt sich da rein, Mensch. Erleben wir für Jobspiel, das wartet. So, jetzt aber. Tell startet. Tell startet. Leck, Posky und die Flanke kommt gut. Volley, Matcher. Boah, den Posten. Da hat's vor Freude oben links die Anzeige zerschlagen. Das ist ja unglaublich. Es ist ein Topspiel. Es ist ein Topspiel. Oh Gott, das war ein gutes Spiel von Leverkusen. Oh, nee, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Ja. Oh nein. Nicht gut von Raab. Jetzt will jemand Jatta betellen. Das war nicht gut. Das war bitter. Das hat Leverkusen stark gemacht. Hat sich doch für Hamburg ausgekackert, ist jetzt die Frage. Ja, nicht gut von Raab. Jatta kommt jetzt rein nochmal mit aller Frische. Jimenez mit dem ersten Treffer. Wieder ist Jatta nochmal der, der am Ende nochmal für einen Punkt sorgen kann. Weil gegen Leverkusen einen Punkt zu holen, das würde mir schon vollkommen reichen, sei ganz ehrlich, gegen so einen Top-Gegner. Ja, guck mal, da haben wir Diatta nämlich schon. Der hat schon Platz. Der hat Platz. Diatta hat Platz. Diatta. Diatta! Der Schuss war nicht sauber und auch nicht mit Geschmack ist, aber drin ist drinne. 3-3. Da ist Klopp auch eine Menge. Alle rasten aus. Wahnsinn. Bitte gerne einmal die Wiederholung. Dankeschön. Ja, Knauf darf runter, Schmidt darf rein. Das war super. Und ja, hier die Lücke ist. Der Schuss war nicht mit Schmackes, aber der geht rein. Stark. Der Joker sticht. Let's go.
und es ist noch ein wenig. Vielleicht bringt Schmidt jetzt noch der entscheidende Joker noch mal was. Oh, Scully! Oder irgendjemand anders. Irgendjemand! Demirovic vielleicht! Luft drüber, Matcher! Ja! Was ist das für ein Spiel? Das muss man erstmal realisieren. Ich bin sprachlos. Vor Freude. Demirovic schlagt genau richtig. Matcher köpft den rein, nochmal Wiederholung, da ist es schon. Kieber kommt raus, nimmt ihn mit Schwanz richtig. Ja, Matcher köpft perfekt vor das leere Tor rein. Holy moly! Was ist das für ein Spiel? Das war's, wir gewinnen mit 4-3. Das sah erst nach dem 2-3 überhaupt nicht aus. Der Joker, Diatta bringt es nochmal rein mit dem 3-3 und der Matcher nochmal. Wow, Topspiel zu Beginn, Wahnsinn! Wolfsburg Union spielen noch. Holy moly, das erste Spiel war ja schon mal ein richtiges Kracherspiel hier. Wichtige Punkte für die Champions League Plätze. Ein Spielteil ist noch, das heißt, Wolfsburg hat unentschieden gespielt, da kann noch Platz 3 drin sein, aber Champions League ist sicher. Nice. Nice. So, wir machen weiter. Boah. Bin immer noch geflasht von dem Spiel, ey. Das ist Wahnsinn. So, Jugendscouting-Bericht. Stillstand für Alexis Vega bei RB Leipzig. Heißt, ich glaube, der wird in der Juve gehen. Danke, dass ich so spielen durfte. Setzt mich nicht zu sehr unter Druck, würde ich hier sagen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.